Treibel, du bist ja nicht in deinem Kontor. Und überhaupt, rauchen vor dem Essen. Ich werde mit dem Medizinalrat ein ernstes Wort reden müssen. Ach, Luise, lockerer, lockerer. Sie ruinieren mir ja das ganze Haar. Hast du mit Leopold gesprochen, wie ich dich spa zu tun? Hm, natürlich nicht. Alles überlässt du mir. Ach Gott, ich möchte wissen, was aus euch werden soll, wenn ich mal nicht mehr bin. Ja, ja, Treibel, wenn ich mal nicht mehr bin. Ich lebe nicht ewig. Und es schmerzt mich, wenn ich mir vorstellen soll, wie ausgeliefert du dann in deiner Hilflosigkeit bist. Ist dir, meine Liebe, noch nie der Einfall gekommen, dass ich vielleicht noch vor dir nicht mehr sein könnte? Na, das seht ihr ähnlich. Du machst dich aus dem Staub und ich sitze da mit dem Geschäft. Ich will dir nicht verhehlen, wie sonderbar es einen Mann anmutet, seine Frau mit Überlegungen betreffs der Vor- und Nachteile seines früheren oder späteren Todes befasst zu sehen. Dein Egoismus ist unbezähmbar. Jedenfalls für Leopold wird gesorgt sein. Mein Jüngster hat geistige Anlagen. Er ist langsam, zart, anschmiegsam, häuslich, fügsam. Der geborene Wissenschaftler. Zudem glaube ich, ein Gefühl für Poesie an ihm entdeckt zu haben. Das seinem Vater in einem betrüblichen Maße versagt blieb. Du hast also nicht mit ihm gesprochen. Meine liebe Jenny, es würde mich da sehr verwundern, wenn du nicht schon mit ihm gesprochen haben solltest. Natürlich habe ich das. Und, wie nahm es auf? Natürlich mit Freude. Er hat sich bedankt. Dann kannst du ja zufrieden sein. Zufrieden werde ich erst dann sein, wenn die geborene Munk keine Gelegenheit mehr haben wird, ihre Schwester in unserem Haus unterzubringen. Ich bitte dich, Ottos Frau nicht ständig als geborene Munk zu apostrophieren. Treibel, bitte keine Reprimande. Helene ist jetzt eine Treibel und überleidest unseren Ältesten, wenn du seine Frau kränkst. Das passt auch nicht zu unserem Hause. Hildegard Munk noch weniger. Ja, du alterierst dich. Wenn Leopold sich heute Abend mit Corinna verlobt... Oh, was ist denn los, Luise? Sehen Sie sich doch ein bisschen vor. Ich bitte um Entschuldigung, gnädige Frau. Es ist nichts. Na ja, nehmen Sie sich schon zusammen, ne? Was wolltest du sagen, Treibel? Ich sagte, wenn Leopold sich heute Abend mit Corinna Schmidt verlobt, dürfte es Helene wohl schwerfallen, Leopold auch fernerhin als Heiratskandidat für ihre Schwester zu betrachten. Ach, du bist leichtgläubig. Eine geborene Munk, die geht über Leichen. Übertreibe nicht, Verehrteste. Helene brauchte seine Zeit, weiß Gott, nicht über Leichen zu gehen. Toujours cette présence de domestique. Takt war nie deine Stärke. Ich habe mich damals den Interessen unseres Hauses gebeugt. Das Munksche Kapital, die Munksche Verbindung. Ich wusste, was ich dir schuldig war. Luise, ich brauche Sie jetzt wirklich nicht mehr. Sehen Sie mal zu, ob es in der Küche was zu tun gibt. Sehr wohl, gnädige Die ersten Frau. Gäste werden bald da sein. Ich hätte es gern gesehen, wenn unser Jüngster, musste schon unbedingt studieren, wenigstens Juristerei betrieben hätte. Das wäre nützlich fürs Geschäft gewesen. Aber so, das ist dir in den Kopf gesetzt, ihn mit dieser Professorentochter zu verheiraten. Gut, Corinna ist ein gutes Mädchen und der Professor ein sympathisches altes Haus. Sie sollen, willst du weiter, ein paar Jahre für mein Geld? Für unser Geld, Treibel? Für mein Geld, Jenny? Für mein Geld sollen Sie nach Paris und gleich für ein paar Jahre. Du nennst das einen Studienaufenthalt. Und wenn sie wiederkommt, dann wird sie niederkommen und er wird mir nicht mal die Bücher führen können. Mit Hildegards Geld wäre er wenigstens in der Lage gewesen, ein eigenes Haus zu gründen. Leopold wird nie ein eigenes Haus gründen. Sie werden immer bei uns wohnen. Und da soll seine Frau eben nicht auf mich herabblicken dürfen. Junger Herr! Junger Herr! Was hast du denn hier zu suchen, Töchterchen? Ich bin nicht Ihr Töchterchen, Herr Mützel. Wenn du es wärst, dann würde ich besser auf dich aufpassen als dein Vater. Ich habe keinen Vater. Dann wundert es mich, dass die gnädige Frau dich angenommen hat. Ich könne nichts dafür, hat sie gesagt. Wir haben eine moderne gnädige Frau.
Aber es wäre doch ratsam, wenn du dich nicht dauernd hier rumtreiben würdest. Ich beobachte das schon eine ganze Zeit lang. Ich stehe unter Protektion der gnädigen Frau. Sie haben mir nicht nachzuspionieren. Ich soll dir sagen, wenn mir was nicht passt. Du bist eine ganz Töchterchen. Ich gehöre zum gnädigen Herrn. Och, der hat doch hier nichts zu sagen. Sie hätten mal hören sollen, wie die gnädige Frau den gnädigen Herrn eben heruntergeputzt hat. Ganz klein ist er geworden und alles vor mir. Lass dir von einem alten Mann sagen, Töchterchen, dass sie so vor dir mit dem gnädigen Herrn gesprochen hat, das sollte dir zeigen, dass du für sie Luft bist. Das sagen sie ja bloß aus Neid. Weil der gnädige Herr vor ihnen nichts erzählt und bei der gnädigen Frau unterm Pantoffel steht. Wenn sie jetzt der junge Herr gehört hätte, na, der hält's mit der gnädigen Frau. Der junge Herr ist nicht hier und jetzt geh an deine Arbeit. Hier steckst du und ich suche dich überall. Mützel hat gesagt, ich soll dich fragen, wenn ich was nicht will. Zell, brauch keinen Aufpasser. Na, nun mal langsam, Fräuleinchen. Ich bin hier nur zur Aushilfe und was sonst los ist, sieht mich ja anstand. Aber Mützel, glaube ich, meint es gut mit dir. Ach gut, meint es nur die gnädige Frau mit mir. Alle anderen hassen und beneiden mich, weil die gnädige Frau etwas Besonderes mit mir vorhat. Was denn nicht sagst? Ja, nur ich darf das Arbeitszimmer vom jungen Herrn sauber machen. Die gnädige Frau lässt keinen anderen heran. Eine zweite Munk kommt mir nicht in die Nähe. Nie. Leopold heiratet Corinna. Das ist ein einfaches Mädchen. Leidlich erzogen, ohne Herrschergelüste. Mit der werde ich fertig. Wenn die Dinge so liegen, kapiere ich nicht, warum du Hildegard für heute Abend eingeladen hast. Oh Gott, mein lieber Treibel, sie kommt mit Helene. Und der Genuss, zwei Hoffnungen zu zerstören, ist mir zwei Demütigungen schon wert. Aus dir werde einer klug. Ich kann nicht verlangen, dass du ausgerechnet heute beweisest, was du in den vielen Jahren unserer Ehe so sorgfältig zu verbergen musstest. Immer diese Spitzfindigkeit. Mach du deine Verlobung, aber rechne nicht mit mir. Oh, wann hätte ich das je können? Ich war nie kleinlich. Du sprichst schon wieder von Geld. Aber es beruhigt mich, dass nicht nur ich es zum Fenster hinauswerfe, wie du ja immer zu meinen scheinst. Auch du hast doch jetzt eine Gelegenheit gefunden, es an den Mann zu bringen, nicht wahr? Dieser Vogelsang, oder wie der Kerl heißt. Der kommt doch auch heute Abend, nicht? Also nicht dieser Vogelsang, sondern Leutnant Vogelsang, wie du sehr wohl weißt. Und der Unterschied zwischen meinen Ausgaben und deinen ist der, dass ich meinen Mann mit dem Geld nicht zum Faulenzen nach Paris schicke, sondern nach Teubitz-Zossen, wo er Stimmen für die Royaldemokratische Partei sammelt. Ja, unter Häuslern, unter barfüßigen Gänsemädchen oder betrunkenen Schnittern. Mein Gott, der Kommerzienrat Treibel, Abgeordneter von Stallschweizern und Schweinehirten. Also schweig davon, von Politik hast du wirklich keine Ahnung. Nein, das wäre auch das Letzte, was mich interessiert. Bitte, bitte, bleib du bei deinem Berliner Blau und bei deinem Vogelsang und Teupitz-Zossen mit seinen ungewaschenen Mäulern, aber lass mich gefälligst meine Unternehmungen betreiben. Ich habe nie vergessen, woher ich stamme. Ja, du weißt, dass meine Neigung Willibald Schmidt gehörte. Aber ich nahm dich, weil ich ein armes Mädchen war und er ein kleiner Student, der höchstens Professor hätte werden können. Du brauchst nichts zu sagen. Ich glaube, die Gefühle zu kennen, die du immer noch für deine Jugendliebe hegst. Ich achte sie. Ich danke dir. Wie immer man darüber urteilen mag, für mich war das ein Opfer. Meine Söhne sollen es einmal besser haben. Meine Söhne sollen nichts von dem entbehren, was nur die Gesellschaft zu bieten vermag. Und das ist Reichtum und Poesie. Denn Reichtum hat Otto. Die Poesie wartet nun auf Leopold. In meinen Söhnen will ich mich noch einmal jung sehen. Es sind meine Söhne. Wie es dein Geld ist. Dann hätte unsere Ehe also nur den Sinn gehabt, dich deinen ehrgeizigen Zielen entgegenzubringen. Ach, so würde ich das nicht nennen. Sag stattdessen, du warst ein Freund, der mich unterstützte, meine Ideen zu verwirklichen. Das ist, finde ich, etwas sehr Schönes und sehr Seltenes. Was du für mich tatest, das könnte man beinahe Liebe nennen. Es war Liebe. Umso besser. Ich muss sagen, dass ich einigermaßen erschüttert bin. Da habe ich nun ein halbes Menschenleben neben dir verbracht. Und nun genügt eine halbe Stunde. Das Bild, das ich mir von dir gemacht habe,
zu zerstören. Du sprichst ja wie ein Dichter. Aber zu spät, mein Lieber. Den Dichter, den hätte ich früher gebraucht. Aber da gab es nur den kleinen Fabrikanten Treibel mit seinem Geld. Poesie, mein Lieber. Poetische Bilder. Du hast mich darum betrogen. Einmal wollte ich dir die Wahrheit sagen, und das ist heute. Ich war ein armes Mädchen, als du mich heiratetest. Ich bin arm geblieben an deiner Seite. Ich bin eine arme Frau. Die gnädige Frau denkt sozial. Sozial? Da weiß ich Bescheid. Ad Schmolke war mein Mann, der ist bei der Sitte gewesen. Der hat viel mit sozial zu tun gehabt. Er hat so viel von sozial geredet, wenn er abends nach Hause kam, dass ich richtig eifersüchtig geworden bin mit der Zeit. Dann ich habe ihn ja erlebt. Und wie ich ihn dann mal gefragt habe, wer denn sozial ist, dafür kullert man das Brett mal so den Backen runter. Da hat er meine Hand genommen. Hat sie ganz lieb gestreichelt und hat gesagt, Rosalie, das ist alles Unsinn, davon verstehst du nicht, weil du nicht in der Sitte bist. Denn ich sage dir, bei uns da kommen tagtäglich welche, denen haben sie da Ju und Jollneberge versprochen. Und was ist draus geworden? Ich sage dir, sagte er, wer da so Tag aus Tag ein in der Sitte sitzen muss, dem stehen die Haare zu Berge über all den Elend und all den Jammer. Ich sage dir, Rosalie, wenn man das jeden Tag sehen muss, man hat ein Herz im Leibe. Da möchte man rausgehen und weinen. Und man geht nach Hause, freut sich, wenn man sein Hammelfleisch kriegt und eine ordentliche Frau hat, die Rosalie heißt. Und dann jappert mir einen Kuss. Das ist sozial. Ein anständiger Mann. Und ob? Haben Sie ihn schon mal gesehen? Wen? Den jungen Herrn. Er war öfters mit der Frau Kommerzienrätin zu Besuch bei meinem Professor. Der Herr Professor Schmidt ist auch oft bei uns. Mit seiner Tochter. Ja, mit meinen Corinnachen. Gefällt sie dir? Das Fräulein ist recht hübsch. Das will ich meinen. Ich war ihre Amme. Ist sie auch klug? Mächtig. Steckt alle eine Tasche mit ihren Köpfchen. Hat sie schon mal vom jungen Herrn gesprochen? Manchmal. Und? Mag das Fräulein ihn? Kannst du was für dich behalten? Wenn alles klappt, dann verloben sich heute miteinander. Wo sie doch so gebildet ist. Muss sie denn alles haben? Muss sie den Mädchen, die nicht so klug sind, den Mann wegnehmen? Na, Kindchen, was soll denn das? Also, wenn ich die Frau Kommerzienrat nicht so lange kennen würde, dann würde ich meine Abfahrt zusammen. Du und der Leopold. Sagen Sie nicht andauernd Leopold! Das ist der junge Herr! Und du spielst dich ja nicht auf, ja? Hör mal auf eine olle Frau. Mach dir keine Hoffnung. Er geht die Welt unter, als dass du eine Treibel wirst. Das ist nun mal so, das hat der Liebe ja so eingerichtet. Welche sind oben, welche sind unten. Da müssen wir auch unseren Stolz haben. Sie wollen ja bloß, dass ihr Fräulein den jungen Herrn kriegt. Aber sie kriegt ihn nicht. Ich werde euch zeigen, dass sie ihn nicht kriegt. Ja, nicht wirst du. Nur sehen, wie die Verlobung vom jungen Herrn Treibel mit meinem Fräulein heute steigt. Das wirst du. Das ist abgemacht und nichts sonst. Ich muss mit dem gnädigen Fräulein sprechen. Wenn Sie es gut mit mir meinen, helfen Sie mir. Von mir aus. Leopold, was soll denn das? Ein Pfauenauge, um ein Haar hätte ich's gehabt. Ein Pfauenauge, so. Um dich her bereiten sich große Dinge vor und du pösst auf Pfauenaugen. Klopf dir gefälligst den Staub von den Hosen. Ja, ja. Ich hatte gehofft, mit dir ein vernünftiges Wort reden zu können.
Unter Männern, gewissermaßen. Ich weiß, ich soll mich mit Corinna verloben. Ja, das ist die Frage. Willst du denn überhaupt? Vater, antworte mir. Ist es dein freier Wille, dein fester, unabänderlicher Entschluss, dich heute Abend mit Corinna Schmidt zu verloben? Du kennst doch Mutter. Natürlich will ich. Mir bleibt auch weiter nichts übrig. Ist da wirklich nicht ein bisschen mehr? Ich meine, liebst du denn das Mädchen überhaupt? Sie gefällt mir. Sag mir, ob du Corinna liebst. Sie ist anders als wir. Wenn sie dieses Haus betritt, dann kommt mir dieser ganze betuliche Ernst hier so komisch vor. Da muss ich lachen. Und dann wünsche ich, sie möchte immer hier sein, damit ich mich wohlfühle. Verstehst du das? Du willst damit sagen, sie macht sich lustig über uns? Und du billigst das? Du lachst über dein Vaterhaus? Über mein Mutterhaus, Vater. Du wolltest doch ein Gespräch unter Männern. Du glaubst also, Corinna ist die richtige Frau für dich. Corinna ist gut und klug. Sie sieht nicht aufs Geld. Wir werden sehr glücklich sein miteinander. Ich liebe sie nämlich. Wirklich. Wir werden fortziehen, fort von Berlin, irgendwohin in die Provinz, wo wir uns das Leben so einrichten, wie es uns behagt. Guten Abend, Mama. Na? Wie fühlst du dich, mein Sohn? Danke, Mama. Wie sollte ich mich an einem solchen Tag nicht wohlfühlen? Da doch Corinna ins Haus steht. Ganz recht, Papa. Und du, Mama? Oh, Tage wie diese sind für mich schwere Arbeitstage, mein Junge. Ich bin die erste Dienerin meiner Familie. Komm, komm, halt dich gerade. Hast du auch ein sauberes Taschentuch? Aber Mama... Na, ich frage nicht ohne Grund. Familienfeiern sind immer ein Anlass zum Weinen. Wie nun, wenn deine Dame in Verlegenheit gerät? Sie weint, aber ermangelt eines Taschentuchs. Du könntest sie dir verpflichten, indem du ihr deines gibst, das du selbstverständlich nicht benutzt haben darfst. Und auf der Straße stets saubere Wäsche. Es könnte dir doch etwas zustoßen. Man müsste dich im Spital entkleiden. Gott behüte. Und bei Familienfeiern stets ein frisches Taschentuch. Junge, das sind Grundsätze. Jawohl, Mama. Herr Treibel. Treibel? Man kommt. Jawohl, Mama. Einen merkwürdigen Humor hast du heute wieder. Herr und Frau Otto Treibel, Fräulein Munk. Meine liebe Helene. Liebste Hildegard. Mein lieber Otto. Papa. Oh, liebe Helene. Gut, dass du kommst. Ohne dich wäre dieses kleine Fest undenkbar. Lieber Otto. Mama. Und auch du, liebe Hildegard, sehr herzlich willkommen. Leopold? Gerade sprachen wir von euch. Leopold, deine beiden Schwägerinnen. Hildegards Reitkünste sind besser geworden seit ihrem letzten Besuch. Vielleicht reitet ihr mal zum Eierhäuschen hinaus, ihr beiden. Warum nicht? Leopold hat das Reiten aufgegeben. Es bekommt ihm nicht. So? Wie Sie wollen, Leopold. Ich stehe Ihnen gern zur Verfügung. Wird denn Mr. Nelson kommen? Ja, unbedingt, da er morgen schon wieder reist. Übrigens, ein charmanter junger Mann, der euch gefallen wird. Versteht was vom Geschäft. Ist sozusagen mit Edelhölzern groß geworden. Und dabei immer wie aus dem Ei gepellt. Ich habe noch nie solche Manschetten gesehen. Ein Bild von einem Mann. Herr Nelson aus Liverpool. Mr. Nelson from Liverpool. Derselbe, lieber Papa, mit dem ich viele Jahre in Liverpool... Mr. Nelson. Sehr erfreut. Mein Sohn spricht noch oft von den glücklichen Tagen in Liverpool. Das geht jetzt ins 9. Jahr. Oh, what a wonderful time. Herr Leutnant Vogelsang. Sie haben befohlen, Gnädigste. Hoch erfreut, Herr Leutnant. Mein lieber Leutnant, auch ich freue mich sehr, dass Sie es bei Ihren Anstrengungen für unsere Sache möglich machen konnten, diesem Abend in meinem Hause durch Ihre Anwesenheit einen tieferen Sinn und eine besondere Weihe zu geben. Mit Ihnen, dem Repräsentanten der Royaldemokratischen Partei, ist der Geist der Politik in unseren Kreis getreten. Erlauben Sie,
dass ich Sie mit den Herrschaften bekannt mache. Meine Söhne kennen Sie ja. Aber nicht Ottos Frau, meine liebe Schwiegertochter. Hamburgerin, wie Sie leicht erkennen werden. Ihre Schwester Hildegard. Und hier ein lieber junger Freund unseres Hauses, Mr. Nelson from Liverpool. Ah, Nelson. Nelson? Sind Sie etwa verwandt mit dem? No, ich bin nicht verwandt mit dem Admiral. Ah, sehr erfreut, Herr Nelson. Lieber junger Freund, versprach Ihnen letztens eine Tabatiere. Der Kamerad trug Sie anno 48 im Kampf gegen den aufständischen Pöbel. Beachten Sie gütigst die Löcher. Ein Schuss. Ausschuss. Sie rettete ihm das Leben? Tja. Leider nein. Sie enthielt nämlich keinen Tabak. Sollte erst am nächsten Tage Sold geben. Kugel durchschlug erst das Blech, dann das tapfere Herz. Halten Sie sie in Ehren. Von Bombs zu Ziegenhals. Also Tabatieren sammle ich nicht. Das ist wohl auch eher etwas für junge Männer. Sagen Sie das nicht. Ich habe dafür Schmetterlinge gern. Ja. Sie interessieren sich für Schmetterlinge? Ich auch. Was denn? Schmetterlinge sammeln Sie auch? Pfui Deibel. Schockisch. Die Damen von Bomst und von Ziegenhals. Eine hohe Ehre für mein Haus. Beglückt, Sie wieder unter unserem Dache zu wissen. Die Frau meines Ältesten, meine liebe Schwiegertochter. Hildegard. Oh, ganz entzückend. Ich wusste gar nicht, dass Sie zwei Schwiegertöchter haben, liebe Treibel. Das ist eine Verwechslung, mein gnädigstes Fräulein. Hildegard ist natürlich die Schwester unserer Schwiegertochter Helene. Ja, natürlich, das sieht man doch, die Ähnlichkeit. Ja. Ich habe zwei ganz entzückende Zinnfigürchen für Sie mitgebracht, mein lieber Leopold. Wo habe ich Sie denn nur hier? Einen Soldaten, der Spießruten läuft, und einen richtigen Henker. Ja. Oh, Sie haben aber eine ganz entzückende junge Frau, mein Lieber. Aber, deshalb müssen Sie doch nicht gleich rot werden. Ganz entzückend. Darf ich Sie mit zwei Herren bekannt machen, die mir zum ersten Mal die Ehre Ihres Besuches geben? Leutnant Vogelsang, der Präsident unseres Wahlkomitees, der Schöpfer und die große Hoffnung der Royal-Demokratischen Partei und Mr. Nelson from Liverpool. Mr. Nelson, sein Geschäftsfreund meines Sohnes Otto, Farbhölzer, Fernambuk, Campicholz etc. pp. Ganz entzückend. Fernambukholz, das interessiert mich. Sagen Sie, Mr. Nelson, sind Sie verwandt mit dem Helden von Trafalgar? No. Aber Sie sehen ihn echt. Zwei Damen aus unserem Wahlkreis. Sie leben bei Hofe und können uns ersprießliche Dienste leisten. Was denn, bei Hofe? Auf ihren Besitzungen natürlich. Sie haben ja Leute in der Hand. Herr Kammersänger Krohler. Ein geschickt gewählter Auftritt. Er denkt, er ist der Letzte und alle haben auf ihn gewartet. Ich bin untröstlich, liebste Frau Kommerzienrat. Der Letzte. Wie konnte mir das nur passieren? Oh, Sie sind durchaus nicht der Letzte. Wir erwarten noch zwei Gäste. Nicht der Letzte? Ich bin untröstlich. Wo ließen Sie denn Ihr Quartett? Sie sagten uns doch ein Quartett zu. Die Herren stehen draußen. Herein damit! Schön, die Herren vom Quartett! Jawohl, Herr Kommerzienrat, wie Herr Kommerzienrat befehlen. Guten Abend! Oh, meine Herren, verschönen Sie nach Kräften unser kleines Fest. Es geht doch nichts über die holde Frau Musica. Das akademische Viertel ist herum und der Herr schreit nach Wasser. Herr Professor Schmidt, Fräulein Corinna Schmidt.
Meine liebe Corinna, ach mein Kind, sei herzlich willkommen, lieber Professor. Je später der Abend, desto schöner die Gäste. Professor. Kommerzienrat. Corinna, mein Kind. Leopold, mir steht da nichts herum. Guten Abend, Corinna. Guten Abend, Leopold. Ich freue mich, dass... Reizend, wie gut Sie zueinander passen, nicht? Guten Abend, Professor. Guten Abend, Leopold. Wenn ich unsere Freunde mit unseren Freunden bekannt machen darf, soweit sie sich noch nicht kennen. Natürlich Professor Schmidt, Philosophie, Geschichte, alte Sprachen. Sein holdes Töchterlein, Corinna, mein Kind. Frau Majorin, Fräulein von Bomst. Dies ist Corinna Schmidt. Oh, ganz entzückend. Ihr kennt euch, sollte ich meinen. Liebste Freundin, gnädige Frau. Helenens Schwester aus Hamburg, Hildegard Munk. Die jungen Damen dürften gleichaltrig sein. Wie gefällt Ihnen unser Berlin? Ganz nett. Sie sind auch mit von der Partie. Do, re, mi, fa, so, la, si, do. Das muss ja ein gelungener Abend werden. Meine Freundin, Frau Kommerzienrat Treibel, mit ihrer vollendeten Gastfreundschaft. Danke. Kommerzienrat Treibel, aufsteigender Stern am Firmament der Politik. Auch! Der Wolkenklauen, lieblicher Kranz. Oh, so schmeichelt. Die edlen Herren alle. Der Erfinder der Royaldemokratie, wenn ich nicht irre. Bravo, bravo. Ein junger Engländer, der zu alledem Nelson heißt. No, warum glauben nur alle, ich bin verwandt mit ihm, damned. Und endlich eine Verlobung. Wer verlobt? Es ist angerichtet. Wenn ich bitten darf, meine Herrschaften. Jenny, komm mal hier. Unsere liebenswürdige Wirtin also. Und die Damen alle, die eine glückliche Hand hier zusammengeführt, sie leben hoch. Meine Herren, unser liebenswürdiger Wirt hat die Armee hochleben lassen und mit der Armee meinen Namen verknüpft. Meiner politischen Erkenntnis nach beruht alles Heil, alle Besserungsmöglichkeit in der Aufrichtung einer Royaldemokratie, zu der sich, soviel ich weiß, auch unser Kommerzienrat bekennt, unser Wirt und zugleich unser Gonfaloniere, der uns die Fahne trägt. Ich verabscheue alles. Hoch zu Ross im Zeitalter der Eisenbahn, das ist einfach lächerlich. Ein Fabrikant von preußisch-blauer auf der Seite der staatserhaltenen Kräfte zu stehen. Aber Militär und Adel werden dich nie vollnehmen. Tja, ein Industrieller als Mitglied einer konservativen Partei. Ja, wenn du wenigstens ein Rittergut hättest. Ich bin Soldat. Aber noch mehr als das, ich bin auch Streiter im Dienste einer Idee. Zwei große Mächte sind es, denen ich diene. Volkstum und Königstum. Alles andere stört, schädigt oder verwirrt. Englische Aristokratie, die mir mal von meinem Prinzip ganz abgesehen auch persönlich widerstrebt, veranschaulicht ja eine solche Schädigung und eine solche Verwirrung. For shame, dieser Mensch, no. Daran müssen Sie sich in Preußen gewöhnen, Mr. Nelson. Wer bei uns von Politik die Rede ist, muss ihn mindestens ein Leutnant erklären. Aber unsere Sache geht nicht nur darum, den fortschrittlichen Drachen zu bekämpfen. Sie besteht auch in der Bekämpfung des Vampir-Adels, der immer bloß saugt und saugt. Alles sei von Volkes Gnaden. Helene ist sehr betroffen. Das war nicht schön von mir. Nee, Hildegard offen gesagt auch nicht. So, dann sprich doch mit Leopold. Ich habe mit ihm gesprochen. Er scheint an Corinna zu hängen. Ach Unsinn, Leopold weiß doch nicht, was er will. Das Große, das Ungewöhnliche, das wäre bestimmt durch das Große. In dem Zeichen einer vollkommenen, absoluten Selbstlosigkeit müssen wir siegen. Und dazu brauchen wir das Volk und die Krone. In diesem Sinne,
Unser Kommerzienrat Treibel erlebe. Hoch, 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 hoch. So. Aber jetzt muss ich mich um unsere Verlobung kümmern. Wer soll denn das nun eigentlich sein über diese Geheimniskrämerei? Was? Alle Frauen lieben Geheimnisse, lieber Leutnant. Weil sie selber eines sind. Oh, aber bei Wagner ist es umgekehrt. Ich denke, mein Freund Lohengrin kann es bestätigen. Nie sollst du mich befragen. Oh, wunderschön. Wer verlobt sich denn? Wenn ich es Ihnen doch sage, gnädiges Fräulein, ich weiß von nichts. Aber es war doch von einer Verlobung die Rede, nicht wahr? Von uns beiden verlobt sich jedenfalls niemand, das kann ich sicher sagen. Was von uns beiden? Oh, das ist ja ganz entzückend, meine liebe junge Frau. Ganz entzückend ist das. Du hast heute gar keine Witze gemacht. Ich habe mich so drauf gefreut. Auf meine Witze hast du dich gefreut. Auf sonst nichts? Ach, Corinna, es war vielleicht kein Grund für Witze. Na, Vogelsang? Und diese abgetakelten Hofschaluppen? Ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll. Sieh mal, all diese Menschen haben doch auch gewiss ihre guten Seiten. Euer Haus ist doch ein gutes Haus. Einfach dumme Menschen würdet ihr doch gar nicht einladen. Aber du hast doch sonst ganz anders gehört. Leopold, wie unvernünftig du bist. Damals gehörte ich auch noch nicht dazu. Das finde ich aber charakterlos. Wenn man sein eigenes Nest nicht beschmutzen will? Das sind so Opfer, lieber Leopold. Wie stehst du denn da mit deiner Frau, die sich dauernd und ewig über ihren eigenen Umgang und den ihrer nächsten Mitmenschen mokierte, aber die sich mit ihnen abgebe und sich dennoch über sie lustig machte? Wäre nicht vielmehr das charakterlos? Aber der Umgang meiner Eltern wird doch nicht unser Umgang sein. Nicht? Wie willst du das vermeiden? Wir werden fortziehen, einen eigenen Hausstand gründen. Irgendwohin in die Provinz oder jedenfalls weg von diesem Mief und Muff. Und wovon sollen wir leben? Was hast du gelernt, dass du uns ernähren könntest? Weit weg von diesem Mief und Muff. Und Wellfleisch und Kohlrüben will ich auch nicht Tag aus Tag ein essen. Vater gibt mir Geld. Und deine Mutter würde das zulassen, dass wir uns mit diesem Geld auf und davon machen. Das glaubst du doch wohl allein nicht. Ach. Lass uns von was anderem reden. Hm? Leopold? Komm mal her. Ja? Sieh mir mal ganz fest in die Augen. Bitte? Und jetzt sag mir mal, ganz ehrlich, hast du mich wenigstens ein ganz kleines bisschen gern? Aber Corinnerchen, was fragst du denn? Antworte mir. Das weißt du doch. Nein, das weiß ich eben nicht. Wir werden uns heute verloben und du tust nichts dergleichen. Ich weiß ja nicht, wie das für euch Jungs ist, aber für ein Mädchen ist das ein ganz großer Tag und du machst mir Vorwürfe, weil du dich nicht über meine Witze freuen konntest. Naja, es ist wahr. Ich bin ein Stiesel. Hm. Ich brauche immer einen, der mich antippt. Das kenne ich von Mama ja nicht anders. Da steht mir einiges bevor. Du, wenn wir dann mal Mann und Frau sind, ja? Ja, Leopold. Na ja, dann. Ja, dann. Nämlich dann. Was meinst du dazu? Mein Gott, was habe ich mir da eingehandelt? Überleg doch erst mal, ob wir überhaupt Mann und Frau sein werden. Natürlich. Wir sollen uns verloben. Du und ich. Mama hat das doch selbst gesagt.
Vielleicht, dass aber dein Vater oder die Munks anders drüber denken. Vielleicht, dass Hildegard deine zukünftige sein wird? Das geht gar nicht. Selbst wenn ich wollte. Eine Hamburger Schwiegertochter ist nämlich schon so viel für Mama. Oh. Sie suchen mein Fräulein? Ich wollte nicht stören, aber ist dies ein Pfauenauge? Das war ein Pfauenauge, Fräulein Hildegard. Sie haben es ganz zerquetscht. Und die Farben sehen Sie, Sie haben sie alle an der Hand. Ein herrliches Exemplar, aber schade. Wirklich sehr schade, Hildegard. Hildegard, wenn ich bitten darf. Wir sehen uns später. Schocking. Wir in Hamburg machen das Date so. Sonderbar. Nun ist mir gar nicht klar, wer eigentlich die Braut sein soll. Corinna oder Hildegard? Und Leopold, ist der denn nicht überhaupt schon verheiratet mit dieser netten Hamburgerin, die gerade dazu kam? Ach, das ist ja ganz entzückend. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heide. Und der Wilde... Ach, Schmolke, du alte verdrehte Schraube. Na, was ist? Nur red schon. Nimmt er dich? Mach er dich? Ich glaub schon. Er hat mir beinahe einen richtigen Heiratsantrag gemacht. Beinahe? Hör du meine Güte. Hast du was dagegen? Du scheinst ja ganz schön verschossen in den jungen Herrn zu sein. Findest du das so schlimm? Überwahre, wie wirkt denn? Und wird sich auch ja nicht für mich passen. Denn die Treibels sind ja auch alle gut und sehr propere Leute. Nur die Mama, da kann ich mir nicht helfen. Die hat so was, was mir nicht recht passt. Und ziert sich immer so und tut so. Und wenn was Weinerliches erzählt wird, dann hat sie gleich immer ihre Tränen. So wie Stehtränen, die ja nicht runter wollen. Dass sie so weinen kann, ist aber doch eigentlich was Gutes, liebe Schmolke. Ja, bei manchen. Was seufzt du denn, Corinnachen? Tja, warum, liebe Schmolke? Weil ich glaube, dass du recht hast. Und Leopold hat eigentlich eine große Furcht vor ihr und weiß auch noch nicht, wie er da heraus will. Es wird ihm noch allerlei harte Kämpfe geben. Aber ich lasse es darauf ankommen und halte ihn ganz fest. Schließlich heirate ich ihn und nicht die Frau Kommerzienrat. Na, wir werden ja sehen. Recht, Corinnachen. Halten fest. Wenn du das Gefühl hast, ihr passt zusammen. Du wolltest doch mit Freund Corinna sprechen. Hier ist er. Sie wollten mit mir sprechen. Was haben Sie denn auf dem Herzen? Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Sie sind sehr gütig, gnädiges Fräulein. Ich bin kein gnädiges Fräulein, Luise. Sie heißen doch Luise, nicht wahr? Ja, gnädiges Fräulein. Sie sind ein adrettes Mädchen, Luise. Haben Sie schon einen Freund? Ich weiß nicht. Sie wissen nicht, ob Sie einen Freund haben? Nein. Das gibt's doch gar nicht. Ich weiß nicht. Also, was haben Sie? Sie verloben sich heute mit dem jungen Herrn, nicht wahr? Ja. Und dann werden Sie ihn heiraten?
Ja, natürlich. Mir scheint... Also wirklich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Sie müssen mir schon erklären. Bitte, bitte schimpfen Sie nicht mit mir. Na, du musst doch begreifen. Denk mal, du wolltest dich heute verloben. Und da komme plötzlich ich daher und heul dir was vor und rede von deinem Bräutigam und frage, ob du dich verloben bist und ob du heiratest. Das ist es ja! Ich würde sie machen lassen, ich würde sie verstehen! Luise. Kindchen, Sie sind verliebt in Herrn Leopold, ist es so? Aber das ist doch kein Beinbruch. Ich kenne das. Ich kann dich ja so gut verstehen. Ich war mal in meinen Zeichenlehrer verliebt und dann in den Ballettmeister, bei dem ich Tanzstunde hatte. Ich an ihrer Stelle. Sie dürfen ihn nicht heiraten. Ich liebe aber Herrn Leopold. Und es gäbe auch nichts, was mich davon abbringen könnte, ihn zu heiraten. Nichts? Nichts. Und nun Schluss damit. Gnädiges Fräulein. Ich kriege ein Kind von Leopold. Sie kriegen... ein Kind. Das ist nicht wahr. Das ist doch wahr. Das hast du ja fein eingefädelt. Den jungen Herrn verführen, weil du gnädige Frau werden willst. Die gnädige Frau wird dich hinauswerfen. Vielleicht irren Sie sich. Wieso? Vielleicht überlegt es sich die gnädige Frau anders, wenn sie erfährt, was mit mir ist. Vielleicht müssen Sie dann gehen. Ich verbitte mir diesen Ton. Du und ich. Das ist doch wohl ein Unterschied. Sich hier einzuschleichen, das Vertrauen der Rätin missbrauchen, vorgeben, dass man das Zimmer sauber hält und sich dem jungen Herrn an den Hals werfen. Ich schäme mich für dich. Ich hätte es doch nie getan. Ich habe doch eine gute Erziehung. Aber sie hat es mir doch versprochen. Sie hatte doch etwas Besonderes mit mir vor. Wer hat dir versprochen, dass er etwas Besonderes mit dir vorhätte? Na, die gnädige Frau. Willst du etwa behaupten, meine Schwiegermutter hätte dir befohlen, mit Nicht befohlen. Sie hat es erlaubt. Weißt du, was du da sagst? Ich weiß es. Ich war ja so glücklich. Weil ich ihn doch schon immer gemocht habe. Und sie hat gesagt, ich solle nur recht lieb zu dem jungen Herrn sein, sie würde das gern sehen und mein Schade solle es nicht sein. Und Leopold? Hat er gesagt, dass er dich liebt? Ja. Weiß Leopold schon von dem Kind? Nein. Aber er muss es doch wissen. Ich hab's immer wieder aufgeschoben. Ich hatte Angst, er würde sich von mir abwenden. Du musst es ihm heute noch sagen. Auch meinetwegen. Sie hat dir wirklich gesagt, sie hätte etwas Besonderes mit dir vor. Bestimmt. Und dann hat sie hier unten das Zimmer ausräumen lassen und der junge Herr ist eingezogen, damit es nicht so weit ist und nicht auffällt. Luise, hör mir mal gut zu. Denk an dich und das Kind. Aber hoffe nicht auf Frau Jenny Treibel. Als ich dieses Haus betrat, sollte ich Leopold heiraten und ich war glücklich. Wir sind beide betrogen. Also ich bringe dich mit ihm zusammen, sag ihm alles. Tu, als wären wir uns nie begegnet, es gäb's mich gar nicht. Er soll sich entscheiden. Heiratet er dich, wird er für dich sorgen müssen. Heiratet er mich, werde ich mich um dich kümmern. Hui!
Na, habt ihr euch ausgesprochen? Ja, und das gnädige Fräulein hat versprochen, dass sie mir helfen wird. Na siehst du, wir werden das Kind schon schaukeln. Oh, wie wohl ist mir am Abend, wenn oh, zur Ruhe die Glocken läuten, Glocken läuten, wenn zur Ruhe die Glocken läuten, Glocken läuten, wie wohl. Am liebsten ginge ich nach Hause. Ausgerechnet jetzt, wo es schön war? Das kannst du nicht, bedenk doch die Leute. Ich find's nett hier. Wem winkst du? Meines. Wenn du mir Schande machst, ich kann das Winke-Winke mit dieser Hildegard nicht dulden. Gib mal ihnen den kleinen Finger, dann nehmen sie doch gleich den ganzen Mann. Na, und was ist denn mit Corinna? Du musst dich ein bisschen um sie kümmern. Komm, zeig dich mit ihr. Und so sehen, was los ist. Hm. Jawohl, Mama. Na gut. Was wollen Sie mit Politik? Was wollen Sie mit Konservatismus? Sie sind ein Industrieller. Jeder Lebensstellung, mein lieber Kommerzienrat, entsprechen auch bestimmte politische Grundsätze. Ja. Rittergutsbesitzer sind agrarisch, ja. Professoren sind liberal, Industrielle sind Fortschrittler. Was ist da zu sagen, Gnädigste? Sie wissen, unser eins rechnet und rechnet. Und so habe ich mir auch den Fortschritt und den Konservatismus berechnet und bin dahinter gekommen, dass mir der Konservatismus, ich will nicht sagen, mehr abwirft, aber besser zu mir passt, mich besser kleidet. Und was diesen Vogelsang anlangt, diesen Leutnant AD und Agent Provocateur in Wahlsachen, der versteht sein Metier, sagt man allgemein. Jedenfalls, das scheint mir sicher. Hat er mich in Teupitz-Zossen und an den Ufern der Wendischen Spree durchgebracht, bringt er mich auch hier durch. Und das ist die Hauptsache. Meinen Sie? Bim, bam, bim, bam, bim. Mein Kind, auf deinen großen Tag. Alle sind schon sehr gespannt. Wie fühlst du dich denn? Ich kann es Ihnen schwer beschreiben. Ein bisschen leer in der Magengegend, ein bisschen hohl im Bauch. Oh, man sagt nicht Bauch. Du musst deine Ausdrucksweise korrigieren. Oh, aber das Gefühl, oh, das kenne ich. Er hängt Treibeln an, deinem Schwiegervater. Frauengespräche sind nichts für ihn. Ich habe dir noch eines zu erzählen. Sie kennen natürlich Einzelheiten der Schlacht bei Abukir. Oh, to be sure, the battle at the Nile. Ich bin für das Heroische, weil es so selten ist. Das geniale Kommando Admiral Nelson... Certainly, Sir Willibald, ohne Zweifel. England expects every man to do his duty. England erwartet, dass jeder Mann seine Pflicht tut, ja. Das waren herrliche Worte, von denen ich übrigens bis heute geglaubt hatte, dass sie bei Trafalgar gesprochen seien. Aber warum nicht auch bei Abukir? Etwas Gutes kann immer zweimal gesagt werden. Na, gefällt's Ihnen bei uns? Mr. Nelson? Thank you, very well. Wo Deutschlands Kunst und Wissenschaft ihn unter ihre Fittiche nehmen. Thanks, my friends, thanks. Tja. Auf Schlürfe, gehen durch die Gänzügen, den Kelch, den die schöne kredenzelt. But now, auch Deutschlands, wie sagt man hier? Weiblichkeit wird sein für mich leicht unterhalten. Do you understand? Aber natürlich, Mr. Nelson. Und wenn mich nicht alles täuscht, sehe ich dort meine Frau und Corinna Schmidt. Oh, excuse me. Sie spricht ein so reizendes Englisch. Excuse me. Und weil Sie den deutschen Bourgeois nicht so sehr lieben, halten Sie sich an die Tochter eines deutschen Professors. Die ihrerseits für einen deutschen Bourgeois einiges übrig zu haben scheint. Sie haben heute Ihren medisanten Tag, lieber Schmidt. Jenny, Corinna, darf ich euch unseren lieben Mr. Nelson zuführen? Sind Sie nicht ein bisschen weit gegangen? Ich gelte hier für eine Art Hofnarkrola. Ich kann mir das leisten. Beneidenswert. Ich frage mich manchmal, warum Sie solche Veranstaltungen überhaupt besuchen.
Was haben Sie davon? Belehrung, lieber Freund. Und, wenn's hochkommt, auch Unterhaltung. Dieser Nelson zum Beispiel hat mir ausgesprochen Spaß gemacht. Belehrung? Ach, es würde Sie nur erschrecken, wenn ich Ihnen sage, wie das zusammenhängt. Einem Kammersänger und Millionär klingt das nicht sehr harmonisch in den Ohren. Jetzt dürfen Sie nicht kneifen, Professorchen. Sie haben mich neugierig gemacht. Glauben Sie mir, Cola, wenn ich nicht Professor wäre, so würde ich am Ende Sozialdemokrat. Und das sagen Sie so dahin und erlauben Ihrer Tochter, sich mit Leopold Treibel zu verheiraten? Da haben Sie mein ganzes Dilemma. Ein schwankend Roher in den Stürmen der Zeit. Ich lasse dem Kind die Freiheit. Wenn sie glaubt, es ist auf die Dauer amüsant, wie könnte ich was dagegen haben? Aber lassen wir das. Das ist ein weites Feld. Entschuldigen Sie mich, excuse me. Very nice. Sind nicht so bad. Ach, Kind, ihr werdet eine schöne Zeit haben. Hochzeit in einem Jahr. Dann ein paar Jährchen Paris. Oh Gott, wie ich dich beneide. Leopold wird dort seine Studien betreiben. In künstlerischer Hinsicht natürlich. Dann kommt ihr zurück. Im Seitenflügel wird eure Wohnung eingerichtet sein. Es wird sein Ausreichen haben für drei Personen. Für drei Personen, meine Liebste, merkst du wohl, worauf ich anspiele? Ein Kind ist genug für euch. Für mehr ist die Wohnung auch nicht groß genug. Danke. Ja, ihr werdet eine schöne Zeit haben. Ein schlichtes, einfaches Leben voller Poesie. Ach, Kind, Geld ist nur eine Last. Das wahre Glück liegt ganz woanders. Glaube mir, meine liebe Corinna, kleine Verhältnisse, das ist es, was wahrhaft glücklich macht. Das sagen alle die, die drüber stehen. Und die kleinen Verhältnisse nicht kennen. Ich kenne sie. Ja, ja, von früher her. Jenny Bürstenbinder im kleinen Gemüseladen gegenüber. Vater erzählt manchmal davon. Aber das ist lange her und vergessen. Und in der Erinnerung wohl auch ein bisschen verklärt. Eigentlich liegt es doch so. Alle möchten reich sein. Und ich verdenk's keinem. Papa freilich, der schwört noch auf die Geschichte von dem Kamel und dem Nadelöhr. Aber die Welt... ist leider anders. Ja, nur zu wahr. Aber so gewiss das ist, so ist es doch auch nicht so schlimm. Ich meine, es wäre ja auch zu traurig, wenn der Sinn für das Ideale verloren ginge. Besonders in der Jugend. Oh nein, Kind. Kind, gib den Sinn, der sich nach oben richtet, nicht auf. Jenen Sinn, der nur von dort allein das Heil erwartet. Dein Vater hätte dich so erziehen sollen, wie ich dich erzogen hätte, wenn du meine Tochter gewesen wärst. Haben Sie sich eine Tochter gewünscht? Sehnlichst. Aber es hat nicht sollen sein. Darum werde ich dich für eine Tochter halten. Würden Sie das auch, wenn ich nicht deine Schmidt wäre, sondern irgendein anderes Mädchen? Angenommen, das Mädchen, das hier im Hause dient. Ach, diese Luise? Ja, bitte, nehmen wir diese Luise. Angenommen, es gäbe dich nicht und Leopold und Luise hätten ihre Herzen füreinander entdeckt. Ich wollte für sie wie eine Mutter empfinden. Vor ihm sind alle gleich. Sollten sie es nicht auch vor uns sein, die wir keine Vorurteile kennen? Im Übrigen wäre es mir lieb, wenn du den Namen Bürstenbinder nicht noch einmal erwähntest. Das Leben bringt groß Freude. Das wissen alle Leute, weiß mir ein Schwarz-Braun-Mägdelein, Bitte geben Sie mir meine Jacke wieder. Nur wenn du mich küsst. Das dürfen Sie aber nicht sagen. Corinna ist doch meine Braut. So? Ist sie das? Sind Sie zu Ihrer Mutter gegangen und haben gesagt, Mutter, ich werde Corinna Schmidt heiraten? Die und keine andere? Ich
Leopold. Komm einmal her, Leopold. Ja? So. Und nun sieh mir mal ganz fest in die Augen. Bitte? So. Und nun sag mir mal ganz ehrlich, hast du mich wenigstens ein ganz klein bisschen gern? Bitte lass mich. Leopold, wenn wir nun fortziehen, einen eigenen Hausstand gründen, vielleicht sogar in der Provinz, aber jedenfalls doch ganz weit weg von diesem Mief und dem Muff. Und wovon sollen wir leben? Hildegard, ich bitte Sie inständig. Mama hat gesagt... Ach, Mama hat gesagt! Was du sagst, will ich wissen. Alles andere, das interessiert mich nicht. Leopold. Möglich, dass es nicht allein meine Entscheidung war, Corinna zu heiraten. Ich werde mich sicher gut mit ihr vertragen. Vertragen? Aber lieben? Das ist nicht schön, was Sie jetzt tun. Leopold. Und warum tue ich das? Hildegard. Hildegard, bitte. Hildegard. Oh, ganz entzücken. Da muss ich aber gleich gratulieren. Das sage ich Mama. Ist das ein Esel? Das sage ich Mama. Du spionierst mir nach, Schwesterchen? Ich hab das nicht gerne, verstehst du? Mäßige dich. Mit wem warst du hier? Fräulein von Bomst hat mir schon gratuliert. Sieh das nächste Mal zu, dass du alleine bist, wenn du aus der Rolle fällst. Ich werde dich nach Hamburg zurückschicken. Warum habt ihr mich denn erst hergeholt? Ja, es war vorgesehen, dass du dich um Leopold kümmern solltest. Das hatte sich erledigt, als ich herausstellte, dass wir nur die Kulisse abgeben sollten für Leopolds Verlobung mit der Schmidt. Willst du uns lächerlich machen, indem du ihm nachläufst? Es war doch euer Wunsch. Aber jetzt nicht mehr. Helene, dieser junge Mann da ist nicht unbedingt mein Typ. Euch zuliebe spiele ich ihm Sympathie, für die ich nicht habe. So. Ihr wolltet doch Leopold fürs Geschäft angeln. Mit meinem Geld. Als Teilhaber, den ihr übers Ohr hauen könnt, so viel ihr wollt. Hildegard. Und ihr wollt immer. Das ist Munksches Kaliber. Aber du hast wohl vergessen, meine Liebe, dass ich auch eine Munk bin. Hildegard. Helene. Du sagst, wir hätten dich diesem Leopold nachgeschickt. Ja. Ist das nicht bloß die halbe Wahrheit? Magst du ihn nicht gerade deswegen, weil er nicht dein Typ ist? Ein Mann wie Leopold, mein Gott, den könntest du betrügen nach Herzenslust, ohne dass er es merkte. Er verpflichtet deinen ja nach gerade dazu, ihm untreu zu werden, oder? Wie unglücklich musst du sein, Helene. Das steht hier nicht zur Debatte. Persönliches Glück. Was ist das schon? Für mich alles. Ich lebe, um zu leben. Was ist mit Hildegard? Sie stellt mir nach. Du siehst nach Corinna, aber ein bisschen plötzlich. Es wird schon ziemlich kühl hier draußen. Und ich hatte gedacht, der Verlobungskuss dort im Pavillon, aus dem ihr heraustretet, die Bäume rauschen, der Mond scheint. Oh Gott, no. Nun komm, such sie und tritt mir nicht wieder alleine unter die Augen. Hm? Kannst gehen. Oh, bist du nicht zufrieden, liebe Helene? Du machst ja so ein trauriges Gesicht. Mir ist nicht wohl, ich zöge mich gern zurück. Hast du dich beim Essen übernommen? Soll ich dir Natron bringen lassen? Oh Gott, ich sagte schon, dass ich dich schwerlich würde entbehren können diesen Abend.
Schnitzel, den Verlobungssekt. Ich bin am Ziel meiner Wünsche. Och, ich sehe dich nicht glücklich, aber es ist wohl so, dass meine Freude nicht jedermanns Freude sein kann. Du hast es ja bis zuletzt nicht lassen können, Verwirrung zu stiften, aber es ist dir nicht gelungen. Der Himmel ist mit den Liebenden. Und darum will ich dir auch vergeben. Ich verzichte. Glück von deinen tausend Losen, eines nur erwählt ich mir. Was soll Gold, ich liebe Rosen und der Blumen schlichte Zier. Und ich höre Waldes Rauschen und ich sehe ein flatternd Band. Auf in Auge Blicke tauschen und ein Kuss auf deine Hand. Geben, nehmen, nehmen, geben. Und dein Haar umspielt der Wind. Umspielt der Wind. Ach, nur das ist Leben, wo sich Herz um Herzen fing. Wo bleibt das junge Paar? Meine sehr verehrten Freunde und Gäste, wenn es denn sein muss, der Augenblick ist gekommen, der von so langer Hand vorbereitet wurde. Zwei junge Menschen, uns allen wohlbekannt, haben in Monate während, oh Gott, was sag ich, in Jahre während der Prüfung ihre tiefe Liebe zueinander erkannt. Als Verlobter empfiehlt sich Herr Leopold Treibel und... Luise! Unverschämte Person! Ich kann doch nichts dafür, gnädige Frau. Du hast eigenmächtig gehandelt, aber ich durchschaue dich. Der junge Herr, gnädige Frau. Lass den jungen Herrn aus dem Spiel. Er ist unschuldig. Aber, gnädige Frau... Er ist unschuldig, sag ich dir. Immerhin hat er... Immerhin hast du nicht aufgepasst. Das alleine verdient ja schon einen Denkzettel und dann vor all diesen Herrschaften. Mein Gott, noch einmal diese Schande. Du glaubtest mich zu überlisten, aber du sollst dich geirrt haben. Du verlässt noch heute mein Haus. Keine Widerrede. Ins Wasser. Schweig. Um Christi Willen, schweig. Luise. Luise, du gehst nicht ins Wasser. Sag, dass du mir das nicht antust. Luise, Kind. Was sind denn das für Gedanken? Das will ich nicht gehört haben. Das ist Sünde. Schau, du stiehlst doch dem Herrgott zwei Seelen. Komm, denk doch an das Kind unter deinem Herzen. Draußen bleiben, das sind Frauenangelegenheiten. Kümmere dich um die Gäste. Mutterschaft. Hm? Hast du denn nie darüber nachgedacht, was für eine Verantwortung das ist? Ich will nicht mehr leben. Jetzt werde ich aber ernsthaft böse. Erst Dummheiten und da... Sie haben doch selber von mir verlangt. Das hätte ich dir nie gestattet, wenn ich nicht Veranlagung an dir entdeckt hätte. Und außerdem hast du Geld bekommen. Geld? Na ja, mehr als genug. Sie haben mir Geld dafür gegeben? Da bist denn du dir ein gewöhnliches Dienstmädchen? Hab so hohe Löhnung zu erwarten, wie du sie jeden Monat selbstverständlich einstecktest. Also jetzt sei gefälligst nicht undankbar und drohe mir nicht mit Selbstmord. Ich könnte dich anzeigen, weil du Geld genommen hast. Aber ich will davon absehen. So, und nun rufe den Kommerzienrat herein. Es wäre wirklich sehr dumm von mir gewesen, ins Wasser zu gehen. Proletarier lernen. Herein. Was jetzt?
Beruhige dich, Treibel. Vikarisch. Oh Gott, sie hat ein bisschen den Kopf verloren. Hat sich ein bisschen verliebt. Die Gäste? Ja, etwas konfus. Kann ich mir vorstellen, hast du sie beruhigt? Ich? Natürlich nicht. Alles überlässt du mir. Mein Gott, ich möchte wissen, was aus euch werden soll, wenn ich mal nicht mehr bin. Ja, ich weiß, wo mir der Kopf steht. Wie gewöhnlich. Herein. Treibel, du bist ja nicht in deinem Kontor. Ja. Herein. Na? Was wollt ihr? Wir dachten... Treibel, kümmere dich um die Gäste. Ja, ich sollte dafür... Cola soll noch was singen, dann kommen wir auch gleich nach. Gut. Ja. Na, ihr beiden Sünder. Mama... Wenn man nicht alles alleine besorgt. War denn nicht Corinna mit dir in den Pavillon gegangen? Ja, und warum kommt Luise raus? Corinna hat mir... Antworte, du warst gefragt. Du wirst dich gewundert haben, mein Kind. Ich weiß alles. Was heißt das? Du weißt alles? Luise hat mir alles erzählt. Von Anfang an. Und du hast ihr geglaubt? Ich musste wohl. Und wer nun alles erlogen ist? Das Kind zumindest nicht. Leopold hat zugegeben, dass er der Vater sein könnte. Sein könnte? Aber ob er es wirklich ist? Du siehst, ich rege mich gar nicht auf. Und was soll nun werden? Ich denke, ihr werdet die Verlobung nachholen. Als sei nichts gewesen. Aber konnte ich denn wissen, dass mein Junge so ein Draufgänger ist? In eine schöne Lage hast du deine Mutter gebracht, mein Sohn. Was wird mit dem Mädchen geschehen? Das lass meine Sorge sein. An euch beiden liegt es jetzt, eine Verlobung heute Abend zu machen, sonst gar nichts. Mama! Mein Sohn? Ich werde Luise heiraten. Ich weiß, was ich gehört. Corinna wird Verständnis dafür haben. Ich könnte auch nicht mehr gerade in die Augen sehen. Ich... Nein, bitte lass mich jetzt ausreden, Mutter! Ist alles ziemlich vertrackt. Ich bin dem wohl auch nicht gewachsen. Du hast ja dafür gesorgt, dass ich nie selbstständig geworden bin. Du wolltest, dass ich dein kleiner Junge bliebe. Ich hab's mir gefallen lassen. Es war bequemer so. Du hast alle Entscheidungen für mich getroffen. Ich weiß ja kaum, was eine Entscheidung ist. Jetzt soll ich mich noch mit Corinna verloben? Verzeih, Corinna, aber hast du mich jemals gefragt, Mutter, ob ich nicht Luise liebe? Vielleicht haben wir Pläne gemacht. Sie erwartet ein Kind, Mutter. Ein Kind. Es ist mein Kind und sie hat Vertrauen gehabt. Aber du hältst mich in Unmündigkeit. Du willst mir das Kind nehmen und die Mutter ins Unglück stoßen. Wie darfst du denn das? Mein Gott, gehört dir denn alles hier? Was gedenkst du zu tun? Wir werden heiraten. Ich werde mir eine Anstellung suchen. Gelernt habe ich nichts, aber ich werde schon irgendwas finden. Vielleicht kann ich in Ottos Geschäft unterkommen. Ich werde noch heute mit ihm reden. Papa kann mir meine Anteile auszahlen, damit wir uns eine Wohnung einrichten können. Ich muss weg von hier. Ich muss. Du willst also deine arme Mutter verlassen. Es musste wohl so kommen. Die Kinder gehen ihre eigenen Wege. Was bleibt den Müttern? Mama. Mama. Wir werden dich doch immer besuchen, wir drei. Nun, da ist jetzt nichts zu machen. Ich werde jetzt hinuntergehen und es den Gästen sagen. Oh, der arme alte Treib. Es wird ihn treffen. Er ist Politiker. Er steht im öffentlichen Leben. Ein Makel auf seinem Haus. Rückschläge werden nicht ausbleiben. Und das Geschäft, der geheime Kommerzienrat, den er sich so sehnlichst wünschte. Was hilft's? Es ist um die Kinder. Und wir leben ja nicht mehr lang. Es ist ja auch lange genug gut gegangen. Der liebe Gott will es so. Mama. Geh, 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 Leopold. Sieh nach deiner Luise. Corinna, mein Kind, du wirst jetzt mit deinem Vater sprechen wollen.
Bitte, bitte, Mama. Bitte nicht. Du musst es durchstehen, Leopold. Ich kann dir nicht helfen. Bleib fest. Bitte bleib! Du siehst doch... Leopold, jetzt kommt es nur auf dich an. Du musst tun, was du dir vorgenommen hast. Hab doch Mitleid. Mama, bitte. Du gehst jetzt zu Luise. Zu ihr gehörst du jetzt. Ich bleib bei dir. Gehorche deiner Mutter. Das ist meine letzte Bitte. Gehorche. Dann sage ich dir gar nichts mehr. Bleib noch einen Augenblick, Corinna. Er ist zu schwach. Selbst wenn ich es zuließe, er würde das nie schaffen, aber ich werde es natürlich nicht zulassen. Schau, Kind, du weißt, wir kennen uns lange genug. Ich liebte deinen Vater. Du wirst mir doch meine Bitte nicht abschlagen. Heirate Leopold. Ach, die Angelegenheit mit dieser Luise bereinige ich gütlich, worauf du dich verlassen kannst. Ich glaube, es hat keinen Sinn, sich in der Sache hinter deinen Vater zu stecken. Du hast ja deinen eigenen Kopf, nicht? Du wirst uns doch nicht im Stich lassen. Leopold ist im Begriff, sich von ihnen zu befreien. Ich werde ihn dabei so sehr unterstützen, wie ich nur kann. Weg von hier. Das Geschäft bricht zusammen. Weg von hier, es ist nicht sein Geschäft. Sein Vater ist Politiker, unmöglich. Weg von hier, es ist nicht seine Politik. Seine Mutter grämt sich zu Tode. Weg von hier. Es ist nicht sein Leben, das sie sich für ihn ausgedacht hat. Du willst dich rächen, du willst mir wehtun. Ich bin unter anderen Voraussetzungen in dieses Haus gekommen. Ich hätte Liebe gehabt für ihn. Und für sie. Ich hatte keine Mutter, ich habe mich immer nach einer Mutter gesehnt. Aber ich danke Gott, dass ich keine hatte, wenn sie gewesen wäre wie sie. Corinna! Und ich träumte von einem Leben in Reichtum. Schöner Reichtum. Nein, ich gehöre nicht hierher. Ich müsste ersticken. Dein armer Vater. Also, du willst nicht. Erwarten Sie jetzt noch eine Antwort? Herein. Was soll nun werden? Was ist mit Leopold? Wenn ich dich bitten dürfte, lieber Otto, hole deine Frau. Ich bete um eine Unterredung. Ja, willst du mir nicht sagen? Otto, bitte! Es ist etliches umzudisponieren. Man wartet unten auf eine Verlobung. Es gibt einen Skandal, wenn nicht bald was passiert. Die Pomsten, die macht alle verrückt. Sei von Hildegard die Rede gewesen. Ich weiß nicht, wie sie darauf kommt. So? So? Von Hildegard sei die Rede gewesen. Nun, es würde dich nämlich interessieren, dass Leopold mit Luise ein Kind hat. Ja, es ist merkwürdig genug. Er wollte dieses Mädchen heiraten. Allen Ernstes, er wollte sie heiraten. Ein Kind? Teufelskerl, der. Und ohne die Mama zu fragen, soll er sie heiraten? Ist ein Mordspaß. Hätte ich ihm noch nie zugetraut. Was, altes Mädchen? Da staunst du auch. Ein Prachtbursche. Der muss ihm gratulieren, der muss ja gefeiert werden. Sekt her, nicht sowas. Treibel, nimm dich gefällig zusammen.
Hat er dir alles umgeschmissen, was? Hör mal, Jenny. Diesmal wirst du es laufen lassen, wie es läuft. Luise, gewiss, man hätte es besser treffen können. Geh nun. Sie ist gesund, fleißig, geradeaus, unverbildet. Kein Dämchen aus schlechten Verhältnissen, gewiss. Fast könnte man sagen, aus gar keinen Verhältnissen. Aber was macht denn das? Du, Jenny, eine geborene Bürstenbinder. Du solltest dich erinnern. Eben, Treibel. Wenn du schon so geschmackvoll bist, mich daran zu erinnern. Ich bin eine Treibel nicht darum geworden, damit eines meiner Kinder wieder so eine Art Bürstenbinder wird. Aus dieser Verbindung wird nichts, basta. Ja, Tom, meine Liebe, ich eile, unsere Gäste vorzubereiten. Bitte, deine Blamage wird nicht die meine sein. Herein. Oh, meine liebe Helene. Du batest um meine Unterredung. Ja, Helene. Du siehst eine unglückliche Mutter. Ihr Vater lief lachend an uns vorüber. Ich bin allein, verlassen von allen. Wenn du zur Sache kommen könntest. Ich bin hintergangen worden, meine besten Absichten. Bitte, Mama. Ich habe gefehlt. Ich hätte auf dich hören sollen, Helene. So. Handelt es sich um dieses Dienstmädchen? Luise, ja. Leopold will sie heiraten. Oh, lovely. Sie hat ihn verführt. Ein Kind sagt, sie sei unterwegs. Donnerwetter. Ein Kind. Luise Treibel. Ein hübscher Name. Bitte, Helene. Das überlebe ich nicht. Ich bin so unglücklich. Und was habe ich damit zu schaffen? Meine Gratulation, die hast du. Es muss verhindert werden, Helene. Wie willst du das anfangen? Ich bitte dich um deine Hilfe. Bitte, bitte vergiss, was war. Ich bedauere das Vorgefallene. Du bedauerst? Nun gut. Ich dachte, Hildegard? Liebe Mama, man könnte meinen, wir seien auf der Börse. Oder wohl eher in der Markthalle. Das wäre doch wohl auch Hildegard zu fragen. Ich kann doch nicht über den Kopf meiner Schwester recht bestimmen. Ja. Dann bin ich freilich ruiniert. Wenn ich deine Disposition hören könnte? Ich habe keine Bedingungen zu stellen. Und stellst sie dann doch? Otto meint, dass Leopold wohl in unsere Firma eintreten könnte. Etwas Kapital, das er mitbringt, wie wir hoffen, und Hildegards Mitgift. Jedenfalls muss aus dem Jungen erst mal was werden. Habe ich recht, Otto? Wie immer, meine Liebe. Er ist so zart. Er brauche das Holz, das durch die Bücher geht, nicht selbst zu fällen. Und als Mann sollten wir meinen, jedenfalls in jener gewissen Beziehung, ist er doch hinlänglich bestätigt. Ich bin am Ziel meiner Wünsche. Ich sagte wohl schon, dass ich dich schwerlich würde entbehren können diesen Abend. Ja, das sagtest du. Und wenn Hildegard Schwierigkeiten macht? Das möchte ich ihr nicht geraten haben. Ich konnte nicht anders. Du bist ein Glückskind. Diese Treibelei war ein Irrtum. Und ich bin froh, dass du ihm nicht zum Opfer gefallen bist. Du willst mich trösten, das brauchst du nicht. Du kennst doch deine Tochter. Nein, nein. Ich weiß, was ich sage. Du hast Glück gehabt. An mir wäre es gewesen, dich zu warnen. Aber ich dachte, der Mensch gewöhnt sich an alles.
Dieser Satz ist falsch. Man darf sich nicht an alles gewöhnen. Ich hätte dich da hineinrennen lassen, ohne eine Hand zu rühren. Du machst dich schlechter. Als ich bin. Da stehe ich, alter Kerl, nun Jahr aus, Jahr ein vor meinen Schülern und erzähle ihnen vom idealen Leben, begeistere sie für das Freie, Große, Schöne. Und ich selbst, der ich es ihnen vorleben müsste. Es ist ein gewaltiger Unterschied. Habt ihr einen Arm verdorben? Hm? Dummes Zeug. Die Kommerzienrätin indessen. Du bist doch traurig. Ah, sie wollte das Poetische. Und jetzt Luisens handfeste Prosa. Wie kommt der Bengel bloß auf diese Hausmannskost? Vater? Ja? Eine Schmidt zu bleiben ist auch nicht schlecht. Leopold? Lass mich in Frieden! Ist Luise bei dir? Nein! Wo ist sie? Packt! Packt? Vielleicht hast du doch mal die Güte und... Was willst du denn noch? Geht ihr denn nicht zusammen? Sie will nicht. Sie trägt die Nase hoch. Sie traut uns nicht. Grund genug hätte sie. Und du hast du ja nicht sie gesagt... Sie ließ mich nicht zu Worte kommen. Leopold, wenn sie sich was antut. Da sie packt, wird sie wohl nicht ins Wasser gehen. Und was wirst du jetzt tun? Was ich immer tat. Abwarten. Abwarten. Hier. Leopold, geh fort heute noch. Du musst hier raus. Mamas Papagei, der würde draußen keinen Tag überleben. Sicher träumt er auch von der Freiheit, aber hier hat er sein Zuckerchen. Draußen würden sie ihn zerreißen. Mach's besser als ich. Junger Herr, Ihre Frau Mutter bittet Sie zu sich. Corinna? Leb wohl. Adieu. Wen zerstampfst du denn eigentlich? Ach, die ganze Welt. Das ist doch Fälle. Und dich mit? Mich zuerst! Das ist gut. Wenn du nur recht zerstampft und mürbe bist, dann wirst du wieder zu Verstande kommen. Nie! Man soll nie, nie sagen, Corinna. Das war ein Hauptsatz von Schmolke. Ich war ja eigentlich immer dagegen. Der Leopold, na ja. Aber schließlich, warum hätte es nicht sollen gehen, nicht? Wenn der Leopold Opus und Wickelkind ist, Corinnachen würden schon aufpäppeln und zu Kräften bringen. Ja, Corinna, so dachte ich, und das habe ich dir auch gesagt. Aber das war ein schlechter Gedanke. Weil die Kommerzienrätin ihren Willen gekriegt hätte. Und da war ich eigentlich auch immer dagegen. Liebst du denn noch? Ach. Ich denke ja gar nicht dran. Liebe Schmolke.
Hier sind wir ungestört. Let's go to the other. Ich will aber nicht. Hildegard. Oh Gott. Wenn Sie doch ein Franzose wären. Die Franzosen, die verstehen die Frauen so gut. Warum ist nun nie ein Franzose in der Nähe, wenn man ihn braucht? You insult an English gentleman. Do not provoke me. Alle Engländer sind Puritaner. Ich frage mich nur, wie es kommt, dass dieses Volk noch nicht ausgestorben ist. Hildegard. Hildegard. Hildegard? Expects every man to do his duty. Britische Eichen und deutsche Herzen. Forget the Frenchman. Alles. Oh. Wir werden sich wundern zu Hause. Alone I come hierher. And now, Mr. and Mrs. Narrison. Du willst mich heiraten? Hildegard. Was für ein Tag. My sweetheart. Mehr kannst du wohl nicht sagen als my sweetheart. That's all. Liebst du mich? Hildegard. I love you. My sweetheart. Die Tür. Die müsste mal geölt werden. Open. Auf Limits, Mr. Nelson. I love you. My sweetheart. Oh. Es raus ein Luft wie Donne, halb wie Schwert gekriegt. Aber nicht doch, meine Damen, aber nicht es doch. Es ist schon spät und wir sind alte Leute. Auch hat die Überraschung ihren Eindruck auf uns nicht verfehlt. Wie sagten Sie doch, heißt das Mädchen? Luise. Es ist ein soziales Experiment. Ein soziales Experiment? Lieber Kommerzienrat, ist doch wohl nicht ganz das Rechte für unseren Jahrgang. Sie werfen mir eine Entscheidung vor, die mein Sohn Leopold getroffen hat. Das Schwarze geht, lieber Mützel, das Schwarze. Es ist auch für uns ein unvorhergesehenes Ereignis, das, wie ich hoffe, auch seine Auswirkungen auf unseren politischen Feldzug nicht verfehlen dürfte. Ein Ausgleich zwischen oben und unten. Das ist ein Dolchstoß in den Rücken der Royaldemokratie. Wir sind erledigt. Ja, demnach sind dann da auch unsere Dienste hier gegenstandslos geworden. Lieber Treibel? Toleranz. Frau Majorin, wo bleibt Ihre Toleranz? Toleranz? Unter Gleichgesinnten! Ein Dienstbote in Ihrer Familie! Wenigstens präsentieren Sie uns doch Herrn Bebel als entfernten Verwandten! Bebel! Sind Sie bereit, Freundin? Ja, 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 ja. War denn nicht eine Verlobung vorgesehen? Darf ich mich verabschieden? Frau Majorin? Ja, leben Sie wohl, Kindchen. Gnädiges Fräulein? Herr Kommerzienrat? Liebe Corinna. Komm, Luise. Luise? Wollen Sie uns nicht erklären? Was höre ich denn, meine verehrten Freundinnen? Sie wollen uns schon verlassen. Bitte nehmen Sie es uns nicht übel, teuerste Kommerzienrätin. Aber die Entwicklung der Dinge... Sie würden uns tief betrüben. Die Braut bereitet sich soeben vor. Gleich ist es soweit. Treibel, wenn du nach Hildegard sehen würdest. Hildegard? Ja, hab ich's nicht gesagt. Die nette Hamburgerin, wenn Sie sich erinnern. Hildegard? Es sollte eine Überraschung werden. Ja, aber der Kommerzienrat... Einer seiner Scherze. Er macht doch gerne einen Spaß. Bitte, Treibel. Meine sehr lieben Freunde und Gäste. Wenn es denn sein muss. Der Augenblick ist gekommen, der von so langer Hand vorbereitet wurde. Zwei junge Menschen, uns allen wohl bekannt. Ich kann Hildegard nirgends finden.
haben in Monate während, oh Gott, was sag ich, in Jahre während der Prüfung ihre tiefe Liebe zueinander erkannt. Ihnen soll heute der verdiente Lohn zuteil werden. Das Verlöbnis. Tugend trägt Zinsen. Lauterkeit der Gesinnung und der Seelen. Was gibt es Schöneres als der Jüngling und die Jungfrau? Leopold? Leopold, wir erwarten dich. Leopold! Nein. Hildegard! Du hast gerufen, Mama? Mama? Das junge Paar! Ja, Mr. Nelson, die Tür müsste wohl mal geölt werden. Was sage ich schon? Ist das eine zweite Jahr? Mein lieber Leutnant, nehmen wir das als gutes Omen für unsere Partei. Und das ist der Corona jetzt noch ganz neu.